Kommt ja auch ein bisschen blöde, denke ich mal. So. Achso, ich muss erstmal. Nee. Oder? Ach, egal. Ich baue es hier. Also hier buddel ich mich erstmal kurz rein, damit ich ungefähr weiß, wo ich wieder rauskomme. So. Machen wir die ganzen Steine hier weg. Ja, im Livestream, wenn ich dann mit 84p hier aufnehme, wird es auch ein bisschen dunkler. Wie würdet ihr es eigentlich finden, wenn ich mal live sende? Also, ihr könnt euch auch aussuchen. Also, die Mehrheit kann dann abstimmen, ob ich auf Twitch sende, direkt von der PlayStation, oder ob ich auf YouTube sende. Also, ist mir gehoppt wie gesprungen, wäre mir egal. Hauptsache, ich kann dann irgendwo senden. Sorry, ich muss ganz kurz husten. Oh, sorry. Ja, das habt ihr jetzt bestimmt gehört. Naja. Ja, also, das ist mir eigentlich recht Rille. Gut, so soll man nicht sprechen. Ist mir eigentlich recht egal. Ich kann senden, wo immer ihr wollt. Nur Ustream nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das frisst doch irgendwie so viel Speicher. Ich weiß nicht warum. Und ich will ja auch, zumindest wenn ich auf 480p sende, dass es zumindest halbwegs gut aussieht. Problem kann natürlich wieder werden, online spielen und Livestream. Dafür reicht es, glaube ich, dann wieder nicht aus. 1 und 1 hat echt komische Verträge und was anderes. Na gut, das bringt mir auch nichts. Ich habe die Vermittlungsstelle geschaut. Die Vermittlungsstelle hat maximal ein Mbit Upload. Das heißt, egal welchen Vertrag ich nehme, ich komme nicht höher hier. Das ist das Problem. Also wenn ich eine 50.000er Leitung hätte oder eine 100.000er oder 150.000er, da würde ich nur noch live senden, das könnt ihr mir glauben. Vielleicht in naher Zukunft mal, wenn es ein bisschen besser läuft, wenn sich irgendwann YouTube vielleicht mal rendiert, was ich nicht glauben werde, also was ich nicht glaube, dass sich das irgendwann mal so rendiert, dass ich wirklich mehr Zeit habe, hier zu spielen. Wäre natürlich echt geil. Dann würde ich das natürlich auch machen. Also ich will ja sowieso irgendwann mal hier wegziehen, weil lange werde ich hier nicht bleiben, gerade auch. Der Weg auf Arbeit ist zwar gut, aber ich werde ja auch nicht ewig, denke ich mal, auf einer Arbeitsstelle bleiben. Man muss ein bisschen Abwechslung im Leben haben. Und ja, dann werde ich mir halt was Neues suchen, neu orientieren. Aber ich denke mal, bei den Let's Plays bleibe ich, weil, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr zockt jahrelang und ihr quatscht vor euch hin. Warum sollte man andere Leute damit nicht vergnügen können? Also ich meine, ich quatsche ja sowieso die ganze Zeit, auch beim Zocken mit mir selber. Ich weiß, hört sich ein bisschen blöd und doof an, der quatscht mit sich selber. Nö, ich mache das so als so therapiemäßig, quatsche ich mit mir selbst, weil ich bin nicht so der Redefreund. Und ja, wenn ich das so mache, dann geht das ein bisschen besser. Ich komme auch draußen besser klar mit jetzt hätte ich fast falsche Dinge gesagt. Ja, wenn ich zum Beispiel so Vorträge halte und sowas alles, da ist es ganz praktisch, wenn man da so ein kleines bisschen geübt ist. Und ich lerne damit auch so das Sprechen, weil meine berufliche Laufbahn soll ja auch ins Sprechen gehen. Ich verrate natürlich nichts. Das werdet ihr irgendwann mal alles erfahren. Aber noch nicht. Noch ist mir das alles ein bisschen zu persönlich. Und ich glaube, ja, zwei Abonnenten von mir, ich glaube, die wissen ein kleines bisschen mehr über mich. Ich verrate da auch keine Namen. Na gut, einen könnt ihr euch vielleicht denken, Lalasackfly. Ah, es gibt ja noch einen, der mir ein bisschen ins Herz gewachsen ist von meinen Abonnenten. Und mit dem ich hoffentlich auch irgendwann mal bald viel Spaß machen, also Spaß haben kann. Ich werde mich da irgendwann mal mit ihm nochmal absprechen. Und ihn dann auch ins Boot holen, wenn ich zumindest bei YouTube hier weitergekommen bin. Also wenn ich jetzt irgendwas erreiche, ich will jetzt nicht sagen, ich will einen Abonnentenschub oder so. Ich meine es in dem Sinne, dass ich zumindest das finanzieren kann, was ich hier ausgebe eigentlich. Also dass ich Spiele davon finanzieren kann und so weiter. Ich weiß, darüber sollte man eigentlich nicht sprechen, weil das heißt, du bist ein geldgeile Sau. Nein. Ich will einfach nur, dass es vielleicht irgendwann rentabel ist, dass ich zum Beispiel auf Arbeit gehe und sage, hey, das alles, was ich mir jetzt zum Vergnügen, zum Zocken und für die Let's Plays kaufe, dass das kein Minusgeschäft ist.
Ich weiß nicht, ob ihr das so versteht, wie ich das gerade erzähle. Ich meine einfach nur, dass man sich sozusagen sein Hobby finanzieren kann und mit seiner Arbeit sein Leben finanzieren kann. So stelle ich mir das zumindest vor. Dazu brauche ich auch keine 10 Millionen Abonnenten oder so. Das geht auch nicht um die Abonnenten. Ich will auch einfach nur eine Community haben, mit der man auch was unternehmen kann. Ich habe ja auch wirklich PlayStation 1 und so, da hat man ja jahrelang alleine gezockt, da ging das jetzt nicht so. PlayStation 2 habe ich zum Beispiel gerne, wie heißt das, Burnout gespielt. Den zweiten, nur den zweiten Teil, die anderen fand ich irgendwie doof. Da war die Musik auch noch so geil. Und da haben wir eigentlich mit Freunden uns kaputt gedaddelt. Timesplitters 1 und 2. 1 war richtig genial gewesen. Es war so wirklich mal so ein Auf, konnte man sich selber so seine Level designen und so. Das fand ich damals richtig geil. Naja, sowas kommt halt nicht mehr. Ich würde gerne wieder Spiele haben, wo ich richtig lange davor sitzen kann, wo man sagt, ey, lass mal das daddeln, lass mal das daddeln. Ich denke mal, GTA wird wieder eins dieser Titel werden, wo ich echt lange davor hängen werde. Gut, Minecraft bleibt ja sowieso in meinem Herzen. Wenn Microsoft es nicht kaputt macht, also darauf habe ich immer noch sehr große Angst, dass das irgendwie heißt, ja, jetzt bekommt nur die Xbox-User und die PC-User den besten Content und die PlayStation-Spieler, tja, die haben jetzt erstmal verkackt. Ihr habt das bestimmt gelesen oder gehört, dass mit Destiny, da hat Sony jetzt sich ja so viel Exklusivrechte geholt, dass die Xbox, also die Microsoft-Leute halt sagen, wir wollen unser Geld zurück, weil PlayStation, Sony, die bekommen alles und die Leute auf der Xbox, die sind total benachteiligt. Ich kann sie verstehen, ohne Mist. Also ich will jetzt nicht hier als Fanboy oder so gelten. Sony macht natürlich auch seine Spirenzchen, um anderen Leuten eins auszuwischen. Sag ich nichts dagegen. Also da verstehe ich auch die Leute von Microsoft. Ich finde, sorry, dass man doch irgendwo einen Zwischenweg finden könnte. Irgendwo sagen, ey, wir machen Spiele. Wir wollen die Leute unterhalten und nicht uns gegenseitig bekriegen. Weil ich höre ja auch immer die Leute in Foren und sehe, was Leute schreiben. Ja, Xbox ist scheiße, PlayStation ist scheiße, so ein Mistding, PC, Master Race und so ein Scheiß. Es interessiert einen doch gar nicht. Alter, wenn man wirklich solche Dinge sagt, also da muss, die sind ja gut dran am Ende. Ich meine, ich habe andere Probleme, als mich über sowas aufzuregen. Jetzt mal ohne Mist. Ich hoffe, ich habe keinen von euch da so wirklich jetzt verletzt damit, ich finde zum Beispiel die Xbox 360 ist ein Top-Ding. Also ich habe damals die PlayStation 3 gehabt und die hat es in meinen Augen ein bisschen verkackt gehabt, deswegen habe ich mir eine Xbox 360 geholt und habe dann auch wirklich sehr, sehr lange auf der 360 gespielt. GTA habe ich mir zum Beispiel nur dafür geholt, weil da hat mir einfach die Konsole das geboten, was ich haben wollte und das waren Spiele. Ich wollte kein Multimedia Center haben, ich wollte Spiele spielen. Das war halt so das Ding, wo ich spiel mal kurz Stein weg, wo mir natürlich Microsoft natürlich das gegeben hat, was ich haben wollte. Gut, jetzt haben sie bei PlayStation 4 Update 2.0 jetzt auch wieder Musik, MP3-Player und sowas eingefügt, was, ja, ganz, oh, guck, ja, Trophäe erhalten. Was natürlich ja ganz witzig ist, aber interessieren tut es mich eigentlich nicht. Ich habe hier Musik am Laufen. Ich brauche nicht unbedingt extra Musik bei Minecraft. Mir reicht das Gedudel. Im Hintergrund ist es ein bisschen Beschäftigung und ich glaube, ihr hört eh, glaube ich, nicht so viel davon, weil ich die ganze Zeit quatsche. So, mal gucken. Es ist schon wieder dunkel. Ich gehe mal kurz pennen. Ja, man hört, ich bin wieder gut drauf. Also, meine Zähne haben sich da so ein bisschen gebessert. Also, was? Da ist ein Schaf draußen. Oh, die wühlen da schon wieder draußen bei mir rum. Was soll denn der Mist immer? Alter, das klatsche ich jetzt weg. Ja, ein kleines bisschen hat sich gebessert. Ich kann wieder. Halbwegs flüssig reden. Ohne dass mir die Schnauze wehtut. Ich sollte auch mal bald wieder abernten, oder? Ah, das mache ich gleich, komm. Zack, 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 zack. Ein paar Karotten.
Und Schweine wollte ich mir auch noch züchten, weil die mehr Fleisch geben. Denn vielleicht, wenn ihr dann da seid, kann ich, also wenn ich das neue Internet habe, kann ich euch ja erstmal so einen kleinen Vorrat geben, damit ihr dann alle so ein bisschen anfangen könnt und euch hinbauen könnt. Wäre ja ganz praktisch. Da haben wir einen schnelleren Start. Mal jetzt erstmal alles weg hier. So. Danach kann ich gleich neu bepflanzen. Mir reicht doch der kleine Garten hier. Also, ich komme damit problemlos voran. Mehr brauche ich auch gar nicht. Muss keinen überdimensionalen großen Garten haben hier. So. Aber ein bisschen sehen. Die Samen sehen. La 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 la. So. Haben wir das. Jetzt kommen. Oh, giftige Kartoffelchen. Die esse ich natürlich nicht. Habe ich eine. Nee, habe ich nicht. So. Mal wieder ein paar Kartoffeln pflanzen. Kann ich dann. Huch. Auch gleich in den Ofen donnern. Damit ich mir meine Backkartoffeln ab. Muss ich ja hier gut selbst versorgen. Das hier werde ich, glaube ich, anders machen. Dass ich da irgendwie mal drüber steigen kann oder so. Hier habe ich mir vorgestellt, dass ich so Glas oben drüber mache, dass das nicht immer alles da reinfällt. Oder dass ich einen Weg außen rum baue. Oh, würde es Trichter geben, würde ich eine Lore einfach nur im Kreis fahren lassen. Oder einfach nur hin und her, das wäre praktisch. Aber ist ja leider noch nicht so. Vielleicht irgendwann im nächsten Update. Es sollen ja auch, glaube ich, Pferde dazu kommen und so ein Schnodder. Wäre natürlich auch ganz witzig. Kann man die giftigen eigentlich auch backen? Nee, geht nicht. Schade. Kann man Karotten backen? Achso, hier habe ich. Ah, ich habe ja noch Glas gemacht. Guck einer an. Das geht leider auch nicht. Schade. Hundi, hallo. Ach komm, du darfst heute mal mit. So. Ich habe natürlich auch Schienen gebaut und endlich viele. Mal fast mein ganzes Metall dafür rausgedroschen. So. Ah, jetzt weiß ich schon, was ich vergessen habe. Ich wollte doch Ziegel brennen. Wenn wir einmal schon mal dabei sind. Ich werde mir auch, glaube ich, noch mehrere Öfen bauen. Die mit Lava machen. Da kann ich, glaube ich, immer 1000. Ne, 100. Ach, keine Ahnung. Achso, ich muss ja hier vorne hin. Kann ich halt ein bisschen mehr machen. Ich weiß jetzt nicht genau. Also wenn ihr den Lava-Eimer hier unten reinmacht, das hält dann ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, ob es 1000 oder 100 waren. Na, ist ja auch nicht so wild. So, warte ich erstmal, bis das durchgelaufen ist. Kann ich hier auch noch? Ich habe keine Kohle mehr. Kacke. So ist es, wenn die Kohle alle ist. Ja, ich gehe mal bei den Muckkühen nochmal durch. Bei den Muckkühen, die Muckkühe, Muckkühe. So. Hier ist ein Stack voll mit Erde. Stöcker. Ah, 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 ah. Ach, hier. Ich bin halt wieder eine Blindpese, ey. So. Na dann. Auf geht's. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Na komm, zwei noch. Zack, zack. Gut. Und ihr kriegt nichts. Ihr seid doof. Mal die Chickens füttern nochmal. Oh, hier haben wir wieder einen Haufen Erfahrungspunkte. Ah, da guck, da ist der Creeper hinten. Du dummes Schwein. Ja, guck die Wand an. Du kriegst jetzt schön auf die Fresse. Erwischt. Nee, nee, raus geht's nicht. So, jetzt wollte ich wollte die Hühner füttern. Die Hühnerchens. Na dann. So. Alter, ihr werdet immer weniger, glaube ich. Das ist, weil die immer draußen spawnen, die Idioten. Ja, komm doch mal hier rein, du Idiot. Komm, hier, hier, komm. Ach Gott, blödes Huhn. So, jetzt hier.
Ich glaube, die kommen nicht durch Türen, oder? War das? Mir war mal so. So, rin hier. Nein, in die gute Stube. So, jetzt stelle ich mich erstmal hier vorne hin. Ja, ich glaube, die können nicht durch Türen laufen. Naja, umso besser. Sorry. Ich muss ab und zu mal... Ich habe noch ein bisschen so einen Klumpen im Hals. Hau ab! Dass die immer in die Türen rein wollen. Und warum stellt ihr euch Idioten euch immer da drunter? Ach, kann ich gleich mal durchgehen hier. Das Gedöns... Oh, Entschuldigung, 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 die Hundi, Hundi, Hundi. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, auch komm hier. So, habe ich ein paar Fleisch gegeben, damit er wieder glücklich ist. So, haben wir es bald. Die Erfahrungspunkte nehme ich natürlich mit. Komm wieder mit. Aber rennen wir nicht in die Quere. Na. Alter, die Kuh, das war eine Ultra-Kuh. Die hat zwei Schläge ausgehalten. So, Hundi. Weiter geht's. Ach, nein, auf da hinten. Du kommst mir sowieso irgendwie nach. Wie, weiß ich nicht. Du portest dich ja überall hin. So. Oh, da kann ich gleich wieder... Nee, mal später. Mal erstmal hier wieder ein bisschen was weg. So. Ja, so ist das. Gut, habe ich hier auch bald diesen Tunnel frei. Ich glaube, hier werde ich die Säulen machen. Das heißt, ich muss bald wieder in den Nether und... Sammeln, 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 sammeln. Weil ich will ja wirklich so... Naja, Schloss nicht. Ich will auf jeden Fall so eine Unterdachung machen. Sowas wie ein Carport, bloß riesengroß. Und da will ich natürlich das mit Quarz machen. Aber ihr wisst, wie viel Quarz man für ein Ziegel braucht. Und man braucht zwei Ziegel für eine Säule. Oh, das, da wird man wahnsinnig. Also das ist echt viel. Sehr viel Arbeit. Aber was macht man nicht alles? Bei Minecraft. Oh. Ja, ja, schüttel dich erstmal. Hundi! Ich habe eigentlich so viele Hunde. Die könnte ich eigentlich alle mal herholen. Aber nee, der kläffen die mir wieder alles voll und gehen mir auf den Sack. Ach komm. Jetzt habe ich hier das ganze Wasser wieder. Schitte. Hä, wenn man hier durchguckt? Ach, guck mal hier. Lehm. Die ganzen Lehm wegmachen. Ein Glück kann ich jetzt unter Wasser ein bisschen länger atmen. Hundi! Man sieht den Lehm aber auch so schlecht. Ein Glück ist aber bei diesem Texturpack, beim Stadttexturpack, ein bisschen rot. Das ist schon mal praktischer. Ich sollte mir vielleicht die Schaufel noch so verzaubern, dass die vielleicht, dass da vielleicht ein bisschen mehr rauskommt. Wäre ja ganz praktisch, dann brauche ich nicht so viel Lehm sammeln. Ja, schüttel dich erstmal. Mach ich das erstmal hier weg. Das ist dann halt so. Ich mach hier. Mach das ein bisschen anders. Da mache ich außen ein paar Säulen. La 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 la. Komm. Jetzt habe ich die Kühe noch nebenan. Vielleicht das Gehege auch vielleicht ein bisschen vergrößern, oder? Aber ich glaube. Wenn das Gehege größer als 20, also größer als 20 Blöcke in eine Richtung, da können die Kühe auch verschwinden. Dürft ihr also nicht zu groß bauen. Das ist natürlich das Problem. Ihr müsst aber unter 20 Blöcken bleiben. Habe ich zumindest so gelesen. Das heißt, wenn sich ein Lebewesen im Raum von über mehr als 20 Blöcken bewegen kann, dann kann es auch passieren, dass er verschwindet, wenn ihr euch entfernt. Also außerhalb des Radius. Sieh an, da guck. Können wir das hier noch weg? Ja, das mache ich hier weg. Und dann können wir das gleich mit verbinden. Ich habe jetzt gute Ideen. Mit der Maschine hinten. Was ist denn das heute? Dass ich das in einem Rutsch mache. Oder vielleicht mache ich hier ein riesengroßes Bürokomplex noch oben drüber. Dass ich das irgendwann mal reinbaue, den ganzen Berg abtrage und daraus ein Gebäude mache. Hm. Könnte natürlich auch sein, dass ich irgendwann mal sowas mache. Ah, Hundi, Hundi, Hundi. Wo willst du denn hin? Du bist heute wieder Wanderschaft hier, oder? Sitz. Sitz, hat er gesagt.
bleibst jetzt erstmal hier. Ich hole hier unten oben nochmal die Kohle raus. So. Gucken. Ein bisschen Kohle muss sein. Ah, das ist Inventar voll. Und das von ganz allein. Hier, das Auge, das brauche ich nicht. Scheiß Spinnenauge. Aber ich müsste auch noch fermentierte Spinnenaugen machen, weil ich noch einen Dorfbewohner heilen muss. Ha. Hundi! Hundi! Ach, hier, die brauche ich eh nicht. Da gebe ich dem Hundi mal ein paar Knochen, damit er glücklich ist, weil ich habe ihn ja vorhin aus Versehen gehauen. Na, komm mal her. Geht nicht? Achso, das ist ja bloß zum Tamen. Schade. Ja, so viele Giftkartoffeln habe ich auch wieder nicht. Dann nehme ich die halt mit. Ja, könnte was werden. Könnte was werden. Ich mache hier oben auch nochmal die Kohle weg. Zack, 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 zack. Und ich überlege, ob ich das wirklich hier unten alles ausbaue. Als Haus. Oben die Etage weitermache. Ha. Könnte cool kommen. Könnte. Muss ich mir überlegen. So, Steinchen wegpacken. Die brauche ich später alle, wenn ich da oben anfange mit bauen will. Quarzblock, ich sortiere das mal ganz kurz eben. Ach komm, leck mich. Ich habe da mal keine Lust, den Mist zu sortieren. So. Hab ein Essen. Mal schauen. Fertig. Dann kann ich auch hier den Lehm gleich brennen. Hier mache ich die Kohle rein. Die Kartoffelchen sind fertig. Kann ich Eier? Nö, das geht nicht. Shit, da hätte ich gleich wieder Steine reinkloppen können. Weil ich will das ja alles aus solchen Ziegeln machen. Am besten natürlich wäre es, wenn ich ganz viel Lehm hätte. So richtig viel Lehm. Ob ich vielleicht mal irgendwann nach Lehmsuche gehe? Könnte ich mal machen eigentlich. Ich schmeiß das jetzt mal in meinen Mülleimer hier alles rein. Die Erde brauche ich nicht. Ha. Gut. So, liebe Zuschauer, ich mache erstmal hier ein kleines Folgenpäuschen. Und ich hoffe, dass ihr morgen wieder reinschaltet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, man sieht, hört. Was machst denn du da? Ja, man sieht und hört sich, also sehen gerade nicht gerade, aber man hört sich und schreibt sich. Dann bis morgen. Ciao und macht's gut.